Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 im Alltagsleben. Mareike ist in der Stadt, sollte aber in der Schule sein, sehe ich gerade. Süße, du musst dringend zur Schule. Habe ich das hier gar nicht? Okay, dann müssen wir erst heim. Schade. Ich dachte, wir könnten ein bisschen mit ihr in der Stadt machen. Aber das hat er nicht sollen sein. Dann müssen wir halt doch noch wieder schnell heim und dann auf zur Schule. Sonst schimpft der Direktor. Vor allen Dingen gehen die Schulnoten runter. Das ist beides nicht toll. So. Jetzt aber. Ach, zur Arbeit musst du. Stimmt, du bist ja gar nicht mehr in der Schule. Stimmt, ja. Ganz vergessen. Was macht sie jetzt? Zur Arbeit sein, okay. Wie schaut es denn mit dir aus? 19 Stunden bis zur Arbeit. Okay, 2 Stunden Konzentration bei 2 Stunden Videospielen am Stück aufrechterhalten. Das können wir mal machen. Du trauerst sonst eh wieder nur. Spiel spielen, Sims Forever. Ich weiß gar nicht, warum sie hier die ganze Zeit um die Leute trauert. Sie kennt die nicht mal. Das ist, skurril. Um es mal so zu sagen. Sie ist eine schnelle Lernerin, sie ist böse und kreativ und snob. Gelangweilt. Wow. Oh, wer hat denn das da gemalt? Mareike, okay. Gibt immerhin 141 Simoleons, auch nicht schlecht. So, 2 Stunden sollte sie jetzt spielen. Dann machen wir mal das schneller. Dass wir die Zeit hier voll kriegen, weil wir die ganze Zeit dabei sitzen und nichts tun tut, macht wenig Sinn. Über Familienmitglied nachdenken. Ihr Töchterchen, ne? So. Das dauert noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wann haben wir denn eigentlich angefangen? So, was für ein Arbeitstag. Raf ist wieder daheim. Und Mareike ist auch wieder daheim. Sehr schön. So. Raf könnte eigentlich gleich mal was essen. Ist das noch gut? Und du könntest ebenfalls was essen. Caprese-Salat. So, wie schaut es denn bei dir hier aus? Level 4 der Videospielfähigkeit erreicht. Glückwunsch. Immer noch keine 2 Stunden voll. Das wundert mich. So, was ist eigentlich da? Was sind deine Ziele eigentlich? Ach so, neue Sims kennenlernen. Genau, und Level 4 der Charisma-Fähigkeit erreichen. Fesselnde Geschichte erzählen. Dag, Dag. Ah, so, so. Steigert, glaube ich, auch das Charisma. Schaubo, Bumpy, Guants. Was bis ihr woher? Kloim. Oder auch nicht. Ein sehr persönliches Gespräch. Okay. Venib Nitva. Vertiba Bamel. Skuma. Du kriegst Hunger. Ja, Nibs. Hm.
Palingo. Na. Shabini. Woonfix Shyama. Zwei Stunden am Stück oder Zabris. Baribi Damse. Arbo Vinia Quar. Zwei Stunden am Stück haben wir doch eigentlich. Oh, and Fora. Lerna. So, er ist satt. Dann könnte er eigentlich aufräumen und anschließend nochmal seine Raummission hier machen. Weltall erkunden. So, du musst Schach spielen mit Sicherheit, oder? Genau. Jens hat 383 Simoleons mit nach Hause gebracht. Sehr schön. So, du hast ebenfalls Hunger. Nur haben wir nichts drin. Mal aussortieren und dann darfst du was kochen. Wow, du bist auf Stufe 1. Ach so, das war das. Stimmt. Turbulenzen in Sicht. Landung versuchen. Was anderes können wir eh nicht auswählen. Sie spielt. Reparatur erforderlich. Okay. Level 2 der Logikfähigkeit erreicht. Glückwunsch. Gerade erst begonnen, ja. So, im Osten ragt eine Reihe spitzer Felsen in den außerirdischen Himmel. Sie sieht wie eine Mischung aus einer Gebirgskette und einem Haufen Granatsplitter aus. Araf sieht aus einem der Gipfel eine einsame Rauchwolke aufsteigen. Das Tal im Westen scheint sich viel einfacher durchqueren zu lassen, aber dort sind keine Anzeichen von Leben erkennbar. Gehen wir mal durchs Gebirge. Und schauen, was das ergibt. Mareike wird kokett beim Schachspielen. Kochfähigkeit erworben. Auf diese Berge würden die meisten Sims zum Aufgeben zwingen, doch dank seiner guten körperlichen Verfassung schafft er es bis zum Gipfel. Die von ihm beobachtete Rauchsäule steigt von einem außerirdischen Raketenschiff auf. Araf könnte es vielleicht von hier aus wegfliegen oder versuchen, ein geeignetes Teil für sein eigenes Schiff zu plündern. Fliegen wir mal. Yibs. Yibs. Araf quetscht sich hinter die Steuerung und lenkt das kleine Raumfahrzeug von dem Berg. Mit Lenken ist eigentlich Rollen gemeint und mit Berg entsetzlich spitzer Felsen. Die gute Nachricht ist, dass sich in dem Wrack einem Katalysator gar nicht mal so unähnliches Teil befindet. Die schlechte Nachricht ist, dass Araf einen ziemlich üblen Schnitt in der Seite erhält. Dunkelheit bricht herein. Level 5 der Raumfahrttechnikfähigkeit erreicht. Er kann jetzt Manövrierantriebe besser. Araf stolpert auf sein Schiff zu. Mit einer Hand zieht er den Katalysator, mit der anderen hält er die Wunde an seiner Seite. Es ist nicht mehr weit, doch plötzlich vernimmt Araf ein tiefes Knurren. Eine sehr große Kreatur hat sich von hinten angeschlichen. Es erfordert schnelles Handeln, um in die Sicherheit des Schiffes zu gelangen. Doch der Katalysator liegt gut in der Hand und könnte als Waffe verwendet werden. Machen wir mal Schlagen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. So, du hast auch Hunger. Du könntest dann auch was davon nehmen. Endlich stolpert Araf erschöpft zu seinem Schiff zurück. Mit einer provisorischen Keule auf die Bestie einzuschlagen, hat diese nur noch wütender gemacht, was Araf in eine weitere Verfolgungsjagd endete. Schließlich konnte er die Bestie abhängen, aber das außerirdische Ersatzteil war verloren. Jetzt muss er versuchen, so nach Hause zu fliegen. Ach, das ist eine Probe, genau. Wieso hast du Macaroni und Käse da? Und du musst erstmal aufs Klo, sehe ich gerade. Araf ist sicher zurückgekehrt, wunderbar. So.
Du bist 50% erst fertig. Du hast abgeschlossen. Und du brauchst Spaß. Musst aber auch programmieren, okay. Ach, der isst noch. Was machtest du bei der Dame auf dem Klo, mein lieber Araf? So, du könntest eigentlich mal die Lilith einladen. Vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie hin. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Lilith wird gleich da sein. Sehr schön. So, du musst programmieren. Erstmal reparieren und dann programmieren. So, Sawoda Bimi. Varpasa Kampo. Binkapa Seguna. Gibt's mal ein Küsschen? Borgsi. Oh oh, Mimi. Kam nicht gut an. Wabarani Bayum. Pandolzer Pau. Lombek. Warno Ux. Kam gar nicht gut an. Freundlich Erziehungstipps geben. Genau, das ist das Ideale. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Tag verschönern. Oh, Grinhoi. Hoppla. Bibba, de Arva. So, Samso, gebleep. Vadish. Tag verschönern. Ah, Bibba, de Arva. Oh, okay. Jemanden parodieren. Level 3 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Nadja stolziert vorbei. Wo ist sie hin? Lilith? Da ist sie. Kletterer zusehen. Die ist so schnell. Hoppla. Und geht mal eben auf den Topf. Hopsa. Einmal übergeben, genau. Passt. Über Interessen reden. Über Fitnesstechniken reden, das ist doch vielleicht auch kein Fehler. Und Vampir-Lebensstil loben. Und, das ist eklig. Was machst du? Mit Lilith plaudern. Du kannst dann hier auch gleich mal säubern. Und aufwischen. Aber ich glaube... Ich weiß nicht, ob das was mit den Zweien noch wird. Kokett ist sie. Vielleicht können wir dann doch ein bisschen flirten. Kokett schadet ja nicht. So, fragen, ob Sim Single ist. So. Darza. Vielleicht kriegen wir die zwei doch noch verkuppelt. Und sie ist Single. Das ist schön. Knuddeln wir sie mal.
Hau doch nicht immer ab, Süße. Wo ist sie hin? Jetzt ist sie wieder hier oben. Mehr Auswahl. Hoppala. Romantik. Nummern austauschen. Mehr Auswahl. Tiranga. Oh, Nubu. Kompliment über Aussehen machen. Ah, ja, sie wird. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Verabredung bitten müssen wir nächstes Mal machen. Weil. Oh. Glorn. So, what are we doing? Oh, Nahara. Ja, Haspa. Hat ihr wohl gefallen? Händchen halten. Charki Fibna. Oh, wir kriegen eine Rose. Okay. Damsenar. Techtelmechtel im Raketenschiff. Das ist vielleicht ein bisschen früh, oder? Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Lilith, du bist unglaublich. Komm mal hierher. Sie geht erstmal ein bisschen spielen, ja. Hallo Anne-Marie. Oh, ihr mögt euch nicht, warum nicht? Komme ich natürlich an die Lilith nicht mehr dran. Weil die in dem Spiel ist. Ah, so so. Left a Parsecon. Kokett ist er. Der pennt. Sie pennt. Sie spielt noch Schach. Oh, sie müsste aber dringend aufs Klo. Das darfst du gerade mal ersetzen. Oh, und Leben muss los. Schade. Aber das waren doch schon mal ganz gute Zeichen. Wo ist sie denn hin? Dann nimm du das da. Es waren doch schon mal ganz gute Anzeichen. Hier hin, Mädel, dahin. Ja, ja, geht doch. Geh doch einfach. So, und damit sage ich dann auch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen im Großstadtleben wieder mit dabei oder übermorgen im Vampirleben. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.